Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, und vor allen Dingen herzlichen Gruß an die Beschäftigten der Stahlarbeiter, die heute auf der Besuchertribüne sind. Herzlich willkommen hier. Der heutige Antrag Stahlindustrie in Deutschland und Europa stärken könnte den Eindruck vermitteln, als wenn es nur um Stahl geht. Nein, es geht hier um ein Herzstück der deutschen Industrie, und deshalb geht es um die Industrie, um den industriellen Standort in Deutschland in Gänze. Und Frau Höhn, das, was Sie gesagt haben, zeigt, dass Sie kein Verständnis haben von Wertschöpfung in Deutschland. Sie haben etwas konstruiert von Arbeit und Umweltschutz, den es so nicht gibt, diesen Gegensatz. Und das, was Sie gesagt haben, dass die Industrie das Problem ist, ist falsch. Die Industrie ist die Lösung für die Probleme. Die Innovationen, die wir aus der Industrie bekommen, helfen uns, Klimaschutz in Deutschland zu erreichen. Die Ausnahmen im Emissionshandel betreffen nur die 10% besten Stahlunternehmen in Deutschland und nicht das, was Sie sagen. Es ist einfach falsch, Ihre Behauptungen, dass hier die gesamte Branche ausgenommen werden. Sie müssten hier Ihre Argumente noch mal überprüfen. Die Stärke unseres Wirtschaftsstandortes kommt eben genau deswegen, weil wir diese Wertschöpfungsketten in unserem Land haben, weil wir industrielle Wertschöpfungsketten haben, die zu Beschäftigung führen, zu Innovation und vor allen Dingen auch zu Investitionen. Die Reindustrialisierung, die wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, wird genau hier an diesem Punkt sichtbar. Wir haben es in Deutschland vor allen Dingen auch geschafft, Wirtschaftswachstum herzustellen und das zu entkoppeln vom Rohstoffverbrauch, das heißt geringere CO2-Emissionen trotz Wirtschaftswachstum. Und das ist ein Erfolg dieser Branche. Auf die Beschäftigtenzahlen ist schon hingewiesen worden. Ich will hier noch mal ausdrücklich darauf sagen, dass vor allen Dingen auch Ausbildungsplätze diese Branche zur Verfügung stellt. Das heißt, in den Regionen, wo die Stahlwerke sind, haben wir Ausbildungsplätze mit Übernahme. Wir haben einen hohen Standard an Arbeitsschutz, hohe Sozialstandards, eine Montanmitbestimmung mit Jugendvertretungen und Betriebsräten, die sich sehen lassen kann, und viele Impulse, die wir in anderen Branchen nutzen, kommen gerade aus diesen Bereichen, und deshalb ist diese Wirtschaft so wichtig. Herr Kollege Westphal, darf die Kollegin Baerbock eine Zwischenfrage stellen? Selbstverständlich. Vielen Dank, Herr Kollege Westphal. Da das jetzt wiederholt in allen Beiträgen kam, dass angeblich 10% der effizientesten Stahlwerke nur kostenlos Zertifikate bekommen, möchte ich hier gerne noch mal eine Klarstellung von Ihrer Seite. In der Handelsperiode des Emissionshandels von 2008 bis 2012 hat die Stahlbranche kostenlose Zertifikate im vollen Umfang bekommen. Bestätigen Sie das? Bestätigen Sie das, dass das in einem Wert von 2,1 Milliarden Euro, weil Sie diese Zertifikate verkaufen konnten, weil sie nämlich zu viel waren, 2,1 Milliarden Euro Zusatzgewinne gemacht wurden? Können Sie auch bestätigen, dass diese kostenlose Zuteilung dazu geführt hat, dass bis zum Jahr 2020 die Stahlbranche in Deutschland keine weiteren Zertifikate zukaufen muss, das heißt bis zum Jahr 2020 es kein Problem gibt? Und der letzte Punkt, weil Herr Gabriel das auch wieder angesprochen hat, die Reform des Emissionshandels ab dem Jahr 2021, also weit auch hinter 2017 WTO-Verhandlungen, wird ja derzeit in Brüssel überhaupt erst diskutiert. Die Vorschläge, die von der EU-Kommission auf dem Tisch liegen, beziehen sich darauf, die bisher 177 Sektoren, die bisher eine kostenlose Zuteilung bekommen, auf 50 Sektoren zu beschränken. Darunter sind natürlich die Stahlindustrie, aber auch Aluminium, andere energieintensive. Dass nur noch 10% hier eine kostenlose Zuteilung erhalten sollen, dem ist nicht so, weil die Stahlbranche bisher komplett ausgenommen ist. Können Sie auch dies bestätigen? Und woher kommen Ihre Zahlen, dass 10% der Stahlbranche nur noch eine kostenlose Zuteilung bekommen? Herzlichen Dank. Ich kann Ihre Zahlen nicht bestätigen, weil sie falsch sind. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir, wenn wir diese Ausnahmen für diese hochinnovative Stahlindustrie nicht gehabt hätten, sie heute gar nicht mehr da wären, dann hätten wir für das Weltklima ganz andere Effekte mit CO2-Ausstoß, als wir erreichen wollen. Das, was ich gesagt hatte mit 10%, geht für zukünftige Handelsperioden, und deshalb ist das dafür wichtig. Wir haben, das ist auch schon bei meinen Vorrednern angesprochen worden, das Problem, dass China mit Unterherstellungskosten hergestellten Stahl auf europäischen Markt kommt. Das sind außenhandelspolitische Instrumente, die die EU-Kommission hat, die sie jetzt ergreifen muss. Allerdings besteht hier
eine Reform bedarf, weil diese Instrumente nicht schnell genug greifen. In den USA kann wesentlich schneller bei einer Schädigung einer Branche so eine Handelsschranke verhängt werden. Und deshalb müssen wir gucken, dass auf der europäischen Ebene diese Handelsschranken mit Anti-Dumping-Verfahren und Mindestpreis durchgesetzt werden können. Und ich darf hier an dieser Stelle sagen, dass ich Sigmar Gabriel, unserem Wirtschaftsminister, absolut dankbar bin für sein Engagement, nicht nur alleine aus der Bundesregierung, sondern mit seinen Kollegen Wirtschaftsministern aus anderen Ländern, hier genau auf dieses Defizit hinzuweisen. Und wir brauchen hier natürlich keine neuen Handelskonflikte mit der Volksrepublik China, sondern wir brauchen hier klare und faire Handelsbedingungen. Und die bestehen im Moment nicht. Und deshalb müssen wir das gegenüber der chinesischen Seite deutlich machen, dass das so nicht geht. Ich will noch mal zwei Aspekte zum Klimaschutz sagen. Auch wenn die Debatte Dekarbonisierung bis zum Ende des Jahrhunderts platziert ist durch das G7-Treffen, wir werden in Deutschland unsere industrielle Produktion nicht aufgeben. Dekarbonisierung darf nicht Deindustrialisierung heißen. Und es muss auch zukünftig möglich sein, mit Hochöfen, wo man Kokskohle und Erz reintut und Schrott, Stahl herzustellen. Ja, das, naja, mit den Grünen klappt das ja auch nicht. Also von daher müssen wir schon gucken, dass wir ein System finden, wo beides geht. Ich hatte eben darauf hingewiesen, Frau Höhn, dass wir sinkende CO2-Emissionen haben und Wirtschaftswachstum. Das ist ein Erfolg, was zeigt, dass wir eine hochinnovative, ja, vielleicht sollten Sie sich mal ein Stahlwerk angucken. Dillinger Hütte und so weiter und andere in Duisburg und in Salzgitter und anderen Bereichen in Deutschland zeigen, dass man durchaus Umweltschutz und industrielle Produktion zusammenbringen kann. Und deshalb sind wir dort auf dem richtigen Weg. Wir haben überhaupt nichts davon, wenn wir Carbon-Leakage-Effekte haben, die einen Abwand der Produktion in andere Länder verursacht. Das wollen wir verhindern. Wir brauchen generell auch Planungssicherheit für die Unternehmen. Das heißt, dort, wo investiert wird, müssen Rahmenbedingungen sein, die zur Investition schaffen. Wir wollen den Industrialisierungsgrad sichern. Wir wollen nicht wirtschaftlichen Anteil der Industrie schmälern. Und wenn wir wirtschaftlich stark bleiben wollen, brauchen wir sogar ein Aufleben der Industrie, eine Reindustrialisierung, die auch die EU-Kommission sich als Politik auf die Fahnen geschrieben hat. Und deshalb ist das der richtige Weg. Derzeit unklare Bedingungen, was die Ausgestaltung angeht an Emissionshandel und die Einbeziehung industrieller Eigenstromerzeugung, wird nicht zu Planungssicherheit und nicht dazu führen, dass wir Investitionen freisetzen. Deshalb brauchen wir hier dringendstens und schnellstens Klarheit für die Branche. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Deutschland braucht eine starke Industrie und in Zukunft auch eine krisenfeste Industrie. Wir brauchen für die gesamte Wertschöpfungskette in diesem Land sichere Rahmenbedingungen und auch den Fachkräftebedarf, der dementsprechend zur Verfügung gestellt werden muss. Deshalb werbe ich dafür, stimmen Sie dem vorgelegten Antrag von SPD und CDU/CSU zu. Er schützt die Stahlindustrie, sichert Jobs, erhält Wertschöpfungsketten, ist nachhaltig mit hoher Recyclingsquote und innovativ. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Barbara Lanzinger für die CDU/CSU-Fraktion.